Ich bin wieder in Toyota Tower Defense drinne. Und wenn ich zum Spawn gehe, steht hier einfach Talanthric. Jetzt kommt das Krasse, denn wenn ich auf ihn klicke, Leute, hat er einfach den Upgraded Titan Clockman. Der ein Ultimate ist, sogar die seltenste und beste Unit im Spiel ist, aber da hört es auch nicht auf. Der hat noch den Golden Future Large Clockman und dazu nochmal den Chief Clockman. Quasi die drei seltensten Units, könnte man sagen. Natürlich bis auf den Upgraded Titan Drillman. Aber trotzdem, das sind mega seltene und vor allem OP-Units. Und die habe ich nicht, deswegen möchte ich ihn gerne mal fragen, ob ich die bekomme. Krieg ich deine OP-Units, bitte? Vielleicht. Nur wenn du aus der Time Crate einen Legendary oder besser ziehst. Das sollte machbar sein, denn ich habe dank euch, danke an der Stelle übrigens, sehr viele Time Crates öffnen. Let's go. Und dann aber die nächsten 10, das sind schon 30, 40, 50 Time Crates. Warum habe ich so viele übrigens hier? Mythic Voss! Large Clockman einfach bekommen. Oh mein Gott. Okay, das ist wild. Warte mal, da öffnen wir noch ein paar weitere. Ey, das ist ja wild. Wir bekommen leider nichts. Pendulum Clockman. Komm, wir haben noch eine Crate, die wir öffnen können. Let's go. Wieder Pendulum Clockman. Was kriegen wir zum Schluss? Kokor Clockman und wieder ein Pendulum Clockman. Ist jetzt nicht das Beste, aber das ist ja wild, dass ich einfach den Brech hier gezogen habe. Das ist wirklich wild. Natürlich hätte ich lieber den Gordly oder sogar den Ultimate mitgenommen. Aber trotzdem ist das stark. Aber Legendaries haben wir auf jeden Fall gezogen. Das ist sehr, sehr gut. Löschen wir außerdem all diese Units, damit hoffentlich mein Spiel ein bisschen flüssiger läuft. Aber diesen Large Clockman werde ich an euch verlosen, Leute. Like dafür einfach das Video, abonniert den Kanal und schreibt mir euren Roblox-Namen in die Kommentare. Denn ich muss auch ehrlich zugeben, den habe ich nur dank euch gezogen. Denn 90% dieser Crates habe ich mir selber nicht gekauft, sondern habe ich von euch bekommen. Deswegen wäre das auf jeden Fall fair, wenn ich euch erstmal den Large Clockman geben würde. Der, glaube ich, auch ein paar tausend Gems wert ist, also schlecht ist er nicht. Fragen wir aber dann erstmal, kriege ich jetzt die Units? Ich habe sogar den Mythic Large Clockman gezogen. Na gut. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst für jede Unit jeweils eine Challenge schaffen. Okay, was ist denn Challenge Nummer 1? Challenge Nummer 1 ist die Time Event Map durchzuspielen. Das scheint gar nicht mal so schwer zu sein, bin ich euch ehrlich, Leute. Denn man kann die Time Event Map wirklich nur mit einer Clock Spider und dem Green Laser Cameraman gewinnen. Deswegen so schwer ist es jetzt nicht. Das Glücksrad gibt dir aber vor, welche Units du spielen darfst. Und vor allem, wie viele. Okay, das könnte kritisch werden, sage ich euch ehrlich. Denn was ist, wenn wir nur zwei Units oder so bekommen? Und vor allem am Ende auch nicht den Zelda TV-Man oder die Speaker Repair Drone bekommen. Dann die ganze gestunt werden, kein Geld haben. Komm, fragen wir, ob wir diese beiden Units spielen dürfen. Darf ich den Zelda TV-Man und den Speaker Repair Drone mitnehmen? Natürlich. Darf ja auch nicht zu schwer sein. Ich meine, ich bin sehr dankbar dafür. Denn nach der ersten Challenge werden wir wahrscheinlich schon den Golden Future Large Clockman bekommen. Oder halt den Chief Clockman. Ich denke nicht, dass er beim ersten Mal direkt den Upgrade Titan Clockman rausgibt. Spinnen wir dann aber erstmal das Glücksrad und finden heraus, wie viele Units wir überhaupt spielen dürfen. Let's go. Komm, gib mir 5. Bitte. Wir bekommen 5. Let's go. Das heißt, wir haben jetzt 3 Chancen, irgendeine gute Starter-Unit und dazu nochmal den Titan zu bekommen. Das wird easy. Let's go. Gib mir irgendwas Krasses. Okay, wir starten mit dem Chef TV-Man. Let's go. Equippen wir den erstmal. Der ist, denke ich mal, keine schlechte Starter-Unit. Und vor allem kann er noch Toilets verlangsamen. Das wird sehr hilfreich sein, gerade für den Boss. Machen wir daraufhin weiter mit der zweiten Unit. Als zweite Unit bekommen wir den Pendulum Clockman. Ich meine, von mir aus. Der geht theoretisch auch fit als komplette Starter-Unit. Das heißt, sogar bevor wir den Chef TV-Man platzieren. Deswegen, so schlecht ist er jetzt nicht. Aber wirklich gut auch nicht. Deswegen brauchen wir jetzt den Titan. Und okay, wir kriegen die Clockwoman. Die ist echt stark. Und dazu hat sie nochmal einen Cooldown-Boost. Das heißt, sie allein in Kombination mit dem Chef TV-Man wird schon sehr OP sein. Vergiss aber nicht, du musst mit durchgehend Autoskip spielen. Ah, okay, das könnte kritisch werden, bin ich ehrlich. Aber ich denke mal, das sollte alles noch machbar sein. Wir gehen hier erstmal auf Safety First. Platzieren, denke ich erstmal, von Anfang an den Zelda TV-Man und lassen die erste Welle an Toilets durchlaufen. Denn die machen vielleicht 100 Schaden insgesamt. So viel Schaden ist es jetzt auch nicht. Und das gibt uns erstmal genug Zeit, um auf Zelda TV-Man zu gehen. Die normalen Toilets haben 100 Leben. Das heißt, wir können tatsächlich erstmal gleich hier den Pendulum Clockman platzieren. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Let's go, platzieren wir den erstmal und hoffen wir, dass er die erstmal rasiert. Er hat halt einen 2er Cooldown, dafür aber von Anfang an Splash Damage, der eine bessere Range hat als der Chef TV-Man. Deswegen habe ich jetzt extra nicht gewartet, bis wir genug Geld für den Chef TV-Man haben. Aber so stark ist er jetzt auch nicht. Der ist schon ganz stabil, muss man ehrlich zugeben. Ich glaube, mit dem kommt ihr solo bis Welle 20, 24, was ganz
transfit geht. Aber wirklich krass ist er jetzt nicht. Und solange die Toilets auch nicht durchkommen, werden wir uns erstmal auf den Center TV Man fokussieren. Bisher sieht's noch gut aus. Da kommen langsam die Assassin Toilets, aber die sollten, glaube ich, machbar sein. Na, okay, doch nicht. Die kamen durch. Dann platzieren wir jetzt erstmal den Chef TV Man. Und sobald wir genug Geld bekommen, upgraden wir den auch erstmal auf Level 2, denn wir brauchen seine bessere Range. Der hat jetzt gerade einen Trash Cooldown, der jetzt besser wurde. Und halt auch keinen wirklich starken Damage. 500 Schaden pro Sekunde ist jetzt nicht wirklich viel. Wir müssen den erstmal weiter upgraden. Dafür brauchen wir aber erstmal mehr Kohle. Und das sind auch schon die Spider Toilets. Ich hoffe, ich habe den Chef TV Man richtig platziert. Und ja, habe ich. Denn von seiner Range aus hier kann er die hier angreifen. Das ist sehr wichtig. Upgraden wir daraufhin nochmal diesen Center TV Man. Dann nochmal den letzten auf Level 3. Und dann sollten wir schon mal uns das nächste Upgrade für den Chef TV Man gönnen können. Das Gute ist halt, wir können halt wirklich die mit der Clockwoman später upgraden. Und die Clockwoman ist auch nicht schlecht. Ihr seht, die hat auch eine gute Range. Problem ist aber bei ihr auch der Cooldown, muss man zugeben. Der Chef TV Man macht ja dafür zusätzlich zu seiner Verlangsamung Splash Damage in seinem roten Bereich. War schon ganz gut. Wir haben den außerdem erstmal geupgradet. Und ihr seht, der kümmert sich schon gut um die ganzen Toilets. Das gefällt mir. Upgraden wir daraufhin nochmal zwei weitere Center TV Mans auf Level 4. Es fehlt noch einer. Und dann können wir, glaube ich, schon die Clockwoman platzieren. Wobei wir die jetzt schon platzieren können. Außerdem wird der Pendulum Clockman die ganze Zeit gestunt. Aber das ist egal. Sage ich ehrlich. Gönnen wir uns aber jetzt erstmal eine Clockwoman und nochmal ein Center TV Man Level 4 Upgrade. Und ihr seht, der hat erstmal jetzt 10% mehr Cooldown, beziehungsweise weniger Cooldown. Was schon hilfreich ist. Vor allem, wenn wir den weiter upgraden. Aber der Pendulum Clockman kassiert ja richtig. Okay, das ist wild. Wenn wir aber schon bei der Clockwoman sind, wir upgraden die auch jetzt erstmal, weil wir leider nicht genug Geld für den Chef TV Man haben. Aber sie zu upgraden ist auch nicht verkehrt, denn sie hat eine 1%ige Chance, jede Toilette, die sie anschießt, zu stunnen. Vielleicht waren es auch mehr als 1%, vielleicht waren es auch 10%, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber sie kann auf jeden Fall auch mit ihrer goldenen Waffe, die sie hier hält, Toilet stunnen, was schon ziemlich gut ist. Upgraden wir daraufhin nochmal den Chef TV Man. Jetzt hat er nochmal einen besseren Schaden. Und wir müssen erstmal weiter die Center TV Mans upgraden, denn wir brauchen Kohle. Aber wirklich, eine Kombo zwischen Clockwoman und Chef TV Man ist schon sehr gut. Ich würde sogar sagen, wir sollten auf zwei Chef TV Mans gehen und den Rest halt einfach Clockwomans. Da sie einfach so viel mehr Schaden macht. Ein Chef TV Man platzieren wir auf die ersten Toilets, damit er erstmal die ersten Toilets angreift. Da er dadurch immer die erste Toilet verlangsamt. Außerdem habt ihr gerade gesehen, hier war eine Sawblade Toilet, die gestunt war, was schon ziemlich wild ist. Aber zurück zum Chef TV Man. Wir stellen, wie gesagt, einen auf erste und dann einen auf stärkste Toilet, damit er auch eben die Boss um 100% langsamer macht. Ich glaube, sein Toilet-Slogan ist der krasseste generell. Außerdem sehe ich, die Toilets kommen sehr weit. Upgraden wir ihn nochmal, den Chef TV Man. Und jetzt nehmen wir kurz einen Center TV Man, denn ich glaube, ein Chef TV Man auf Level 5 sollte für die Toilets ausreichen. Was halt schade an ihm ist, muss ich ehrlich sagen, ist, dass sein Ananas-Pizza-Radius, was der Radius ist, beziehungsweise die Attacke ist, der eben auch verlangsamen kann, dass eben diese Attacke keine 0,5er Cooldown hat wie seine sonstigen Attacken, sondern leider nur, ich glaube, einen von 2 oder 3 Sekunden. Ist jetzt nicht so nice, bin ich ehrlich. Außerdem kommt die Magnet Toilet sehr weit. Das gefällt mir nicht. Upgraden wir nochmal die Clockwoman auf Level 3. Das hat gereicht. Ey, die ist wirklich stark. Hätte ich nicht erwartet. Jetzt haben wir nochmal den letzten Center TV Man auf Level 7 geupgradet. Das ist sehr gut. Und als nächstes sollten wir, glaube ich, den Chef TV Man maxen. Was gar nicht mal so teuer ist. Also es ist quasi ungefähr so teuer wie die Clockwoman maxen. Da muss man halt nur jetzt entscheiden, wer von den beiden besser ist. Ich würde sagen, tatsächlich die Clockwoman ist besser. Problem bei der Clockwoman ist halt nur, die macht nur bei einer Toilet gleichzeitig Schaden. Was nicht so nice ist. Deswegen ist eine Kombination zwischen Chef TV Man und Clockwoman sehr nice. Warum hat der Chef TV Man auch so eine riesen Range? 45er Range und dann nochmal 2 Ranges. Das ist schon wild. Aber daraufhin fokussieren wir uns darauf, dass die Center TV Mans alle gemaxt sind. Nummer 1 ist gemaxt. In der nächsten Runde sollte Nummer 2 gemaxt werden, aber die kommen auch schon weit. Ich denke aber, dass es kein Problem sein wird, sage ich ehrlich. Nummer 2 ist jetzt auch gemaxt, bevor überhaupt der Rundenskip kam. Das ist schon sehr wild. Und jetzt beim Rundenskip können wir erstmal den dritten maxen. Das ist sehr, sehr nice. Aber die kommen gar nicht mal so weit. Die kommen zwar natürlich weit, muss man ehrlich sagen. So weit jetzt aber auch nicht. Die werden schon gut hochgenommen. Und das ist krass, weil wir eben keinen Titanen oder sowas in der Art haben. Wir haben halt, okay, einen Chef TV Man, der jetzt nicht so stark ist, aber auch ganz cool ist. Und dazu haben wir, wie gesagt, nochmal die Clockwoman, die erstmal Cooldown Boost macht, was schon sehr nice ist. Und dazu einen stabilen Schaden hat. Jetzt aber auch nicht zu krass ist. Wir maxen die auch erstmal. Und ihre Range ist ja insane. Was ist denn das? 60er Range? Okay, nee, das ist schon wild. Lass uns dafür nochmal den zweiten Chef TV Man platzieren. Den stellen wir aber auf Strongest, damit auch erstmal die Bösse schön verlangsamt werden. Jetzt haben wir den auch nochmal gemaxt. Dann platzieren wir nochmal eine Clockwoman und stellen die auch auf Strongest, damit sie vielleicht die Bösse stunt. Ich weiß nicht, ob die Chancen von ihrem Stunt so hoch sind. Ich würde aber schätzen, dass sie jetzt so bei 1 oder 2% liegt. Jetzt haben wir die nochmal gemaxt. Jetzt wird Zeit für Clockwoman Nummer 3. Und ich muss sagen, es läuft schon sehr gut. Welle 50 ist erreicht. Und ich muss zugeben, es sieht ein wenig kritisch aus. Schaut, wie weit die Toilette
Toilets sind und wie viele da noch sind. Hier stehen fast 100 Toilets. Also da bin ich gespannt, wie wir das überleben. Denn der DPS, muss ich ehrlich zugeben, von der Clockwoman, ist halt leider nicht hoch genug, damit wir es easy schaffen. Aber noch ist es machbar, hoffe ich. Zumindest sieht es noch machbar aus. Die kommen aber echt weit. Das ist nicht gut. Oh nein. Immerhin nehmen uns die Glitch-Toilets nicht hoch. Das Ding ist halt, wir haben auch keine Ability, leider Gottes, mit der wir irgendwie die Zeit stoppen können oder sowas in der Art. Das ist halt sehr, sehr kritisch. Wir kriegen die aber noch hin. Glitch-Toilets ist auch hochgenommen worden. Sehr, sehr gut. Es fehlen noch die Police-Mutant-Toilets. Oh mein Gott, haben die viele Leben. Wie sollen wir das hinbekommen? Aber das ist, glaube ich, noch machbar. Denn das Gute ist halt, wie gesagt, die Clockwoman hat eine insane hohe Range. Jetzt fehlen noch die Magnet Scientist-Toilet und die DJ-Toilet 2.0 und dann haben wir es geschafft. Das Gute ist auch natürlich, die Magnet Titan-Toilet wird die ganze Zeit gestunt von zwei Clockwomans, glaube ich, und eben von einem Chef TV-Man. Verlangsamt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und die kassieren eigentlich auch die ganze Zeit gut Stun oder eben Verlangsamung, was schon ganz gut ist. Und die DJ-Toilet 2.0 wurde hochgenommen. Die letzte Magnet-Titan-Toilet wurde hochgenommen. Ey, die Magnet-Titan-Toilet hat keine Chance mehr. Ich habe schon gedacht, wir werden jetzt verlieren. Das wäre mies gewesen. Und da haben wir auch schon gewonnen. Okay, Telefreak, dann bitte her mit dem Golden Future Large Clockman. Von mir aus. Okay, wir sind in einem Trade mit ihm. Und Tatsache, da ist der Golden Future Large Clockman. Das ist wild. Ja gut, dann gehe ich mal ready. Und dankeschön für den Golden Future Large Clockman. Jetzt will ich wissen, was ist die zweite Challenge für den Chief Clockman? Die zweite Challenge ist, dass du dir ein Team im Marktplatz aus 2500 Gems zusammenstellen musst. Das Glücksrad sagt dir, wie viele Units. 3 bis 5. Okay, dann equippe ich kurz alle meine Units. Und finden wir mal heraus, wie viele Units wir spielen dürfen. Let's go. Ich weiß gar nicht, sind 3 oder 5 besser? Und wir kriegen 5. Okay. Hab 5 bekommen. Gut. Dann bau dir ein Team zusammen. Du hast nur 5 Minuten? Was? Okay, Leute, starten wir jetzt bei dem Timer. Den seht ihr hier unten rechts. Ich weiß auf jeden Fall, welche Unit wir zuerst spielen. Nämlich nehmen wir natürlich erstmal den Santa TV mit. 520 Gems ist schon viel. Dann haben wir aber trotzdem noch 1970 Gems übrig. Und warum ist das nicht im Angebot? Warum sind Leute immer im Trade? Ey, das ist so nervig. Jedes Mal, wenn ich irgendwas im Marktplatz brauche auf die Schnelle, ist irgendein Idiot im Trade. Was tradest du da bitte? Warum sind die da noch ewig im Trade? 580 Gems. Wisst ihr was? Ist mir egal. Kaufe ich mir egal. Ich habe jetzt keinen Bock zum zigten Mal zu warten. Wir haben den auch schon mal equipped. Sehr wichtig. Die Frage ist, welche Unit nehmen wir als nächstes? Wir könnten tatsächlich den Astro mitnehmen. Sehr gute Unit. Wir könnten theoretisch aber auch den normalen Future Large Clockman mitnehmen, der ein wenig so ist wie er, würde ich sagen. Wisst ihr was? Wir nehmen den Future Large Clockman mit. Das heißt, wir haben jetzt noch ca. 1400 Gems übrig. Wie füllen wir die dann erstmal? Beziehungsweise, wie benutzen wir die erstmal? Wir bräuchten eigentlich eine Healer-Unit. Wie sieht es denn mit einem Medic aus? 3 Gems, ey, nehme ich mit. Einen billigen Medic nehme ich direkt mit. Das heißt, wir brauchen noch 2 Units und wir haben über 1000 Gems noch übrig. Das ist die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall eine Starter-Unit. Das heißt, ein Green Laser Cameraman als Beispiel wäre gar nicht mal verkehrt. Die Frage ist, ob wir hier auf dem Server einen finden. Und nee, ich glaube nicht. Wie sieht es denn mit der Croc Spider aus? 75 Gems. Geht fit. Das heißt, wir hätten noch, glaube ich, genug Gems zu sammeln, um uns einen Green Laser zu kaufen. Equippen wir daraufhin nochmal die Croc Spider und dann ab in den nächsten Server. Und da haben wir schon mal den Green Laser Cameraman. Dann sind wir jetzt erstmal unsere Gems aus der SNM Trade. Ach, meine Güte. Was ist denn das wieder für ein Trash? Wenn du irgendwas da reinmachst, geh doch nicht in einen Trade. Jedes Mal und wieder dafür eine Minute gewastet. Ey, das ist so schlimm. Okay, hier sogar billiger. Let's go, komm schon, gib her. Er gibt mir hin, ja, danke schön. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es sogar nur innerhalb von 4 Minuten hinbekommen. Sogar weniger als 4 Minuten. Okay, Telentric, ich bin wieder da. Stabil. Jetzt möchte ich, dass du eine zufällige Map schaffst. Diese Map musst du im schwersten Modus schaffen und mit durchgehend Autoskip. Das Glücksrad sagt dir, welche Map. Okay, dann würde ich sagen, spinnen wir erstmal, ob wir überhaupt die normalen Maps bekommen oder die OG-Maps bekommen. Mal gucken. Ich hoffe, wir bekommen die normalen Maps, weil die sind einfacher. Wir kriegen OG. Ja, natürlich kriegen wir OG. Wobei wir aber bei OG-Maps eine 3 von 4 Chance haben, dass wir eine einfache Map bekommen. Ich meine, wenn wir Desert bekommen, hätten wir sogar den einfachsten Modus, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und wir bekommen als Modus den Toilet HQ. Das heißt tatsächlich die schwerste OG-Map. Und oh mein Gott, sieht die Map hässlich aus. Fangen wir aber dann erstmal an mit einem Green Laser Cameraman. Aber wirklich, die
die Map ist ja richtig hässlich. Also ich finde auf jeden Fall gut, dass sie die Toilet HQ schöner gemacht haben. Weil was ist das hier? Ich glaube, als ich wieder angefangen habe, Toilet Tower Defense zu spielen, war das sogar die Map, auf der ich meistens gespielt habe. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn die war damals schon hässlich und ist jetzt noch hässlicher als davor, sage ich ehrlich. Aber ey, immerhin liegen hier erstmal ein paar Toiletten auf dem Boden. Ja, aber wirklich, die Map geht gar nicht, finde ich. Und ich sehe auch, die Toilets kommen sehr weit. Das gefällt mir nicht. Wir upgraden nochmal den Green Laser Cameraman. Wenn das aber so weitergeht, müssen wir sehr, sehr schnell unser Geld zusammenbekommen für die Croc Spider. Denn sobald wir natürlich eine Croc Spider gemaxt stehen haben, kriegen wir das ohne Probleme hin. Beziehungsweise überhaupt eine Croc Spider, die eben AOE-Schaden macht. Denn mir fällt auch auf, das war das Problem beim alten Toilet Tower Defense. Mittlerweile machen die das ja so, dass die nicht 10.000 schwache Toilets spawnen, sondern eben so 5 starke. Und man merkt auf jeden Fall, es ist schon schwierig, wenn die ganze Zeit ultra viele Toilets existieren und man nur eine Unit hat. Deswegen, wir müssen schnell erstmal genug Geld zusammensammeln für die Croc Spider. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Bisher sieht es tatsächlich noch gut aus, muss ich ehrlich sagen. Also noch werden wir nicht überflutet. Das ist gut. Lässt sich sehen. Let's go, platzieren wir jetzt auch schon die Croc Spider. Wir können die leider nicht direkt upgraden. Das ist aber nicht schlimm. Denn wir stecken erstmal das Geld vorübergehend in die Sender TV-Mans. Denn wir brauchen halt eben auch mehr Geld. Jetzt noch den zweiten Sender TV-Man auf Level 5. Und ich muss sagen, ich habe es mir schwerer vorgestellt. Es geht noch zumindest fit. Und da kommt auch schon die 40er mehr an Toilets. Was ist denn das hier? Also ich hoffe, wir kriegen schnell unser Geld zusammen für die Croc Spider auf Level 3. Denn dann hat sie auch AOE-Schaden und so. Das sieht so schlimm aus. Wir wollen halt noch 2000 Dollar. Und dann kriegen wir erstmal unseren AOE-Schaden. Und da kommen die ganzen Police-Toys. Och, bitte. Wobei, ich habe die Idee. Wir platzieren Future Large Cockman. Let's go. Und benutzen im Fall der Fälle einfach seinen Lightning-Time-Stop. Was ich auch jetzt erstmal, sobald die ganzen Spider-Toilets spawnen, ausprobieren werden. Was jetzt ist. Let's go. Und die werden alle gelöscht. Let's do them go. Jetzt können wir erstmal die Croc-Spider upgraden. Jetzt hat die AOE-Schaden. Jetzt brauchen wir uns eigentlich gar keinen Kopf mehr zu machen. Wir upgraden jetzt erstmal weiter die Center TV-Man. Sobald die gemaxt sind, wird es auch erstmal Zeit für eine Future Large Cockman. Ich habe ja vollkommen vergessen, deswegen habe ich den ja auch gekauft. Wegen eben seiner Ability. Und natürlich, weil er eben Toilets verlangsamen kann. Der zweite Center TV-Man ist jetzt auch auf Level 7. Und jetzt sogar der dritte. Sehr gut. Dann wird es aber auch Zeit, dass wir den Green Laser Cameraman auf Level 4 upgraden. Und jetzt auf Level 5. Das heißt, wir haben schon mal einen gemaxt und ich glaube, wir platzieren auch nur einen. Den stelle ich aber jetzt erstmal auf Strongest. Damit eben vor allem die Magnet-Toilets schön verlangsamt werden. Weil die könnten tatsächlich ein Problem werden. Vor allem, weil wir jetzt eben keinen Lightning-Timestop haben. Maxen wir aber trotzdem erstmal die Croc Spider hier. Und machen wir dann weiter mit dem Future Large Croc, mit dem upgraden wir einmal. Ich muss sagen, seine Range ist gar nicht mal so gut. Ich hoffe, die wird noch besser. Die müsste eigentlich besser werden. Aber auch nur um 5 Punkte. Wir haben den ein bisschen schlecht platziert, bin ich ehrlich. Graden wir ihn aber erstmal auf Level 3. Jetzt ist er immer noch mit der gleichen Range. Ich meine, von mir aus. Ich hoffe einfach, die 50er Range ist gut und es geht. Ja, es ist ein bisschen mehr. Wir haben den halt wirklich trash platziert, bin ich ehrlich. Wir hätten den weiter links platzieren müssen, aber egal. Wir haben gleich schon mal genug Geld, um ihn zu maxen. Hat er schon mal einen 60.000er Schaden, was sehr gut ist. Vor allem, wie gesagt, gegen Bösse. Den kann ich eigentlich auch auf Strongest stellen. Der hat ja eigentlich auch keinen anderen Sinn, als Boss hochzunehmen. Denn ich denke zumindest, dass eben die Croc Spider gut genug sein wird, um die ganzen schwachen Toilets, die auch schnell sind, hochzunehmen. Welle 50 ist auch hier erreicht. Und ich muss sagen, das war wirklich einfach. Man kann sagen, was man will, aber die Kombination zwischen Croc Spider und Green Laser Cameraman als Starter-Unit und dazu nochmal als eben starken Damage-Dealer, die Future Large Crocman zu benutzen, ist halt wirklich OP und ich brauchte nicht mal einen Medic. Das heißt, der Medic war sogar ziemlich unnötig, bin ich ehrlich. Da haben wir auch schon mal den Boss. Wir können erstmal den Lightning-Time-Stop machen, was ein bisschen früh war, aber es macht eh keinen Unterschied. Gewinnen tun wir so oder so. Der hat nur 5 Millionen Leben. Das ist einfacher, als ich dachte. Ich glaube sogar, der normale Nightmare-Modus ist schwerer als diese Map hier. Aber da haben wir auch erstmal gewonnen. Okay, ich bin wieder da. Dann lass mal bitte den Chief Clockman oder natürlich den Upgrade Titan Clockman rüberwachsen. Von mir aus. HP unendlich. Okay, da sind wir wieder in einem Trade mit ihm. Und Tatsache, hier ist der Chief Clockman. Dankeschön an der Stelle für den Chief Clockman. Das heißt, uns fehlt aber jetzt noch eine Unit, die wir von ihm stibitzen müssen. Nämlich den Upgraded Titan Clockman. Wie kriege ich den denn jetzt? Für den Upgraded Titan Clockman. Müssen deine Zuschauer das Video liken und den Kanal abonnieren? Okay, Leute, ihr habt den gehört. Like das Video, abonniert den Kanal und dann kriege ich erstmal den Upgraded Titan Clockman. Okay, das wäre wild. Haben die getan. Super.
Super! Jetzt musst du nur noch den Endlosmodus schaffen. Das Glücksrad sagt dir, wie weit du kommen musst. Welle 30 bis 100? Okay. Ich habe mich erstmal das Glücksrad vorbereitet. Ich hoffe, wir kriegen wirklich 30. Denn 100 Wellen ist beinahe unmöglich. Da bin ich ehrlich mit euch. Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht 100 bekommen. Und wir bekommen 40. Das ist einfach. Okay, schreiben wir ihm erstmal. Hab 40 Wellen bekommen. Gut. Dann spinn jetzt, wie viele Units du mitnehmen darfst. Und zensiert? Santa darfst du mitnehmen. Also nicht die Speaker Repair John. Oh gut, okay. Dann unequip ich die erstmal. Ich dachte, die dürfte ich hier jetzt auch wieder mitnehmen. Aber dann nicht. Immerhin kriegen wir den Santa. Also beschweren kann man sich eh nicht. Spinnen wir daraufhin aber erstmal, wie viele Units wir spielen können. Let's go. Wir bekommen 4 Units. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir können erstmal 3-mal das Glücksrad spinnen, um herauszufinden, welche Units wir spielen werden. Unit Nummer 1. Let's go. Gib mir irgendwas Gutes, bitte. Wir bekommen den Sinister Titan TV-Man. Equippen wir den erstmal. Der ist nicht schlecht. AOE Schaden Splash. Der mit uns dazu nochmal einen 60.000er DPS. Der ist nicht schlecht. Unit Nummer 2. Hoffentlich eine gute Start. Und wir bekommen den Frost DJ Speaker, man. Tja, gut. Trash. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendeine gute Starter-Unit. Und wir bekommen den Knife Upgraded Titan Speaker, man. Ja gut, equippen wir auch den erstmal. Es kann machbar sein. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir den Anfang überleben werden. Das kann sehr, sehr kritisch werden. Wir fangen erstmal mit dem Santa TV-Man an. Ganz normal. Problem ist halt, sind die Toilets am Anfang so stark? Vielleicht reicht ja auch der Frost DJ Speakerman aus. Ich bin mir halt nicht sicher. Problem ist halt, er hat auch einen gefixten Radius. Und wenn wir den eben platzieren, existiert das Problem, dass er durch hier vorne in seiner AOE-Range Schaden macht. Was jetzt nicht gut wäre. Wie viele Leben haben denn diese Toilets hier? 120. Wäre machbar. Komm, wisst ihr was? Wir platzieren jetzt hier hin. Let's go hier hin und hoffen wir einfach, dass er es regelt. Denn das werden wir hoffentlich nicht sehen, aber er kann sich halt nicht umdrehen. Heißt, er kann wirklich nur in diesem Bereich jetzt Schaden machen. Da können wir auch machen, was wir wollen. Wir müssen den, falls wir wollen, dass er zum Beispiel auf dieser Seite hier Schaden macht, dann müssen wir den eben halt neu platzieren. Was jetzt nicht wirklich wild ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass eben sein Upgrade für einen besseren Cooldown sehr teuer ist. Da lohnt es sich, glaube ich, wirklich von Anfang an erst mit den Sinister Titan TV-Man zu platzieren, weil er, glaube ich, auch von Anfang an AOE-Schaden hat. Solange es aber noch funktioniert, lassen wir ihn stehen. Was gleich auch nicht mehr funktionieren wird, wahrscheinlich wegen den Police-Titans. Okay, das ist schade. Das ist schlecht. Wir upgraden nochmal kurz. Sender TV-Mans und benutzen unsere Money-Ability, damit wir erstmal mehr Geld kassieren, wie wir brauchen. Von Anfang an mehr Geld. Und wir sollten nach diesem Runden-Skip, den wir auch bitter nötig haben, den Sinister Titan TV-Man platzieren. Und ja, der hat von Anfang an AOE-Schaden und kann, glaube ich, schlagen. Das ist stabil. Dann würde ich sagen, platzieren wir den erstmal hier hinten hin. Und mal schauen, regelt der Frost DJ Speakerman das? Und ja, hätte ich nicht erwartet. Der ist doch besser, als ich dachte. Für den Anfang. Das heißt, solange wir jetzt noch genug Geld bekommen, um die Titanen für die Bosse vorzubereiten, dann sollten wir es eigentlich drinne haben. Und eine DJ Turtle kam auch schon durch. Aber so viele Leben hat die nicht. 90 Leben und das war's. Das sollte der Sinister Titan TV-Man hinbekommen und die ist weg. Das ging schnell. Jetzt können wir upgraden nochmal die letzten beiden Santa TV-Mans auf Level 4, damit wir auch erstmal schön weiter Kohle bekommen. Da ist auch schon die Large Glasses Toilet. Komm schon. Bitte sei easy. 14.000 Leben ist schon viel. Vielleicht sollten wir jetzt sogar den Knife Upgrade Titan Speakerman platzieren. Und ich merke, der ist sogar besser als der Sinister Titan TV-Man. Natürlich macht der Sinister Titan TV-Man mehr Schaden, aber von Anfang an ihn zu platzieren, wäre, glaube ich, eine bessere Entscheidung, weil er eben eine bessere Range hat, einen besseren Schaden hat. Man kann ihn schneller upgraden, damit er auch erstmal eine viel höhere Range hat, die wir bei dem nächsten Runden-Skip auch sehen werden. Außerdem bin ich mir sicher, die Large Glass Toilet hat keine Chance. Schaut euch das an. Und die kassiert jetzt 2000 Leben pro Sekunde. Das ist schon viel. Jetzt kriegen wir den nochmal upgraded. Und stimmt, der hat jetzt ja einen Blaster. Heißt, er hat jetzt eine AOE-Range und einen Blaster. Ja, wir hätten den von Anfang an platzieren können, sage ich ehrlich. Beziehungsweise sollen und nicht können. Anstelle von dem Sinister Titan TV-Man, der am Anfang echt trash ist im Vergleich zu dem Knife Upgraded Titan Speakerman. Das ist außerdem einfach nur, weil wir es können, den Frost DJ Speakerman upgraden. Jetzt hat er erstmal Boxen bekommen. Jetzt nochmal eine Stage und größere Boxen. Und der macht halt auch trotzdem nur einen DPS von 1000. Das ist nicht viel. Wir können nochmal upgraden. Und jetzt hat er nochmal größere Boxen. DPS von circa 2300. Was ehrlich gesagt das Geld nicht wert war. Aber egal, maxen wir den auch erstmal. Und oh, die Range ist gut. Der macht zwar nur 4000 DPS, aber seine Range ist wirklich gut. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Das heißt, die ganz, ganz schwachen Toilets werden direkt von Anfang an hochgenommen. Das ist sehr gut. Gefällt mir. Was passiert eigentlich, wenn wir den Knife Upgrade Titan Speakerman nochmal upgraden? Jetzt bekommt er sein Messer. Okay, das ist gut. Lässt sich sehen. Und dann nochmal eine viel größere Range. Also er hat quasi die gleiche Range wie der Force DJ Speakerman, nur dass er besser ist. Dafür aber, glaube ich, auch teurer, bin ich ehrlich. Da ist auch schon die Mutant Toilet 2.0.
0. Und die hat viel mehr Leben als der erste Boss. Das sollte aber noch machbar sein. Ich habe deswegen sogar den Dive Upgrade Titan Speaker Man noch einmal geupgradet. Jetzt hat er einen DPS von 14.000. Das kriegt er easy hin. Keine Frage. Das kriegt er richtig einfach hin. Und der Boss ist weg. Also der war noch einfach. Das heißt, uns fehlen noch zwei Bosse, bis wir erstmal den Ultimate bekommen haben. Lass uns außerdem nebenbei erstmal einmal den Sinister Titan TV Man upgraden. Wir sehen, der hat jetzt irgendwie zwei Ranges. Ich verstehe es nicht. Der hat seine innere AOE-Range, dann hat er hier nochmal eine Range, aber da macht er nichts. Wirft er Schneebälle vielleicht und ich sehe die einfach nur nicht, weil ich eben im Modus Low GFX anhabe, beziehungsweise eben schlechtere Grafiken habe. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach die ganze Zeit Schneebälle wirft mit seiner äußeren Range und nicht schlägt, wie ich zuerst gedacht habe. Aber egal, wir haben den nochmal geupgradet und ich glaube, die Schneebälle machen erstmal die ganzen Toilets langsamer. Warte mal, wir müssen mal drauf achten. Wird die Mutant Toilet erstmal jetzt langsamer und überholt? Und ja, oder? Es kann auch sein, dass ich mir das vorstelle. Nee, absolut. Okay, das ist krass. Das heißt tatsächlich, die Schneebälle vom Sinister Titan TV Man machen langsamer. Nur halt nicht krass langsamer. Vielleicht so um die 10 bis 20%. Mehr als 10 oder 20% glaube ich nicht. Lass uns außerdem erstmal die Sinister TV Mans maxen, denn wir brauchen Kohle. Wobei das nicht mal so wichtig ist. Ich glaube, wir könnten wirklich jetzt noch diese beiden Titanen hier maxen. Und dann hätten wir auch schon gewonnen. Denn wie gesagt, wir brauchen nur Welle 40 erreichen. Mehr nicht. Jetzt haben wir auch schon mal alle Sinister TV Mans gemaxt. Ich würde sagen, als nächstes machen wir weiter mit dem Knife Upgrade Titan Speaker Man. Denn wir sollten ihn mit dem nächsten Upgrade sogar gemaxt haben. Und der ist echt billig im Vergleich zum Sinister Titan TV Man. Jetzt haben wir den auch schon mal gemaxt. Das ist doch mal sehr nice. Und da haben wir auch schon mal die Flying Dual Buzzsaw Toilet. Ey, die hat keine Chance. Wirklich gar keine Chance. Die ist, glaube ich, in diesem Meer vom Mutant Toilet. Wurde ein bisschen angeschlagen vom Sinister Titan TV Man. Hat aber nicht wirklich viel Schaden kassiert, bin ich ehrlich. Aber jetzt wird es wild. Wie schnell wird die rasiert? Wo die in der Range... Oh mein Gott, die wird gestunt. Ah, nee, nee, nee. Sie hat den Force DJ Speaker Man gestunt. Deswegen blieb sie kurz stehen. Gut verstanden und die kommt schon ziemlich weit, bin ich ehrlich. Aber ist immer noch in der Range vom Knife Upgrade Titan Speaker Man, also gar kein Problem. Kam weiter, als ich dachte und... Oh mein Gott, wir werden gestunt. Nein. Oh mein Gott, die werden gestunt. Beziehungsweise eigentlich ist der Force DJ Speaker Man mir egal, ob er gestunt wird oder nicht. Aber der Knife Upgrade Titan Speaker Man sollte im Idealfall nicht gestunt werden. Also darauf nochmal den Sinister Titan TV auf Level 6 upgraden. Der hat aus irgendeinem Grund 1000 Damage weniger kassiert. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir aber vorstellen, dass eben gerade sein Cooldown einfach besser wurde. Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Und oh mein Gott, der wird weiter gestunt. Das ist katastrophal. Wisst ihr, was wir passieren? Schon mal, bevor wir den Sinister maxen, den zweiten Knife Upgrade Titan Speaker Man hin. Denn es kann nicht sein, dass einer hier die ganze Zeit gestunt wird. Der zweite wird auch gestunt. Wieso wirst du gestunt? Von wo wirst du gestunt? Und jetzt wird auch noch der Sinister gestunt. Oh nein, das ist ein Riesenproblem tatsächlich. Sag mir nicht, dass wir jetzt verlieren, nur weil wir unnötig gestunt werden. Okay, die Bastard-Toilet kriegen wir noch hin. Aber wir werden ja weiter gestunt. Wie verrückt. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Wisst ihr was? Wir senden hier nochmal den dritten hin. Maxen den erstmal, soweit es geht. Komm schon, krieg die Dual-Bastard-Toilet hin. Sehr gut. Oh nein. Da sind noch UFO-Toilets. Okay, wenn wir Pech haben, werden die einfach unsterblich. Hoffen wir einfach mal nicht. Bitte gib mir noch einen Skip. Okay, perfekt. Jetzt hatten wir noch genug Geld. UFO-Toilet. Oh nein. Okay, doch. Die wird noch hochgenommen. Alles gut, alles gut, alles gut. Nein! Wir platzieren hier noch einen weiteren. Nein, 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 nein! Oh mein Gott, wir haben es überlebt! 40 Leben! Das ist viel zu gefährlich, wirklich. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich auch den Brech hier nicht upgraden gerade eben. Ich weiß nicht warum, aber den konnte ich auch einfach nicht upgraden. Ich weiß echt nicht, was das für ein Betrug gerade eben war. Aber da sind auch wieder die Welder-Toilets. Oh mein Gott, wir verkaufen schnell den Standard TV, man. Let's go, bitte. Nein, wir haben verloren. Wir haben verloren. Ich habe einfach verloren, Leute. Nein. Schreiben wir ihm das mal. Ich habe leider verloren. Und das, obwohl du nur 40 Wellen schaffen musstest. Cringe. Aber weil du am Anfang der Challenge nicht nur ein Legendary gezogen hast, sondern sogar den Mythic, kriegst du den Upgraded Titan Clockman. Okay, warte, der hat mir einen Trade gesendet. Nein, oder? Der trollt mich, oder? Ich habe die Challenge verloren. Da ist der. Was? Nee, das ist insane. Als ob. Warte mal, ich gehe auf Ready. Geht der jetzt auch auf Ready? Das ist die Frage. Und ja, geht der. Was? Der wird jetzt bestimmt die Kleinen, oder? Der Trade hat funktioniert. Nee, nee. Tatsache, da ist er. Als ob. Was ein Ehrenmann. Obwohl ich die Challenge verloren habe. Das ist krass. Komm, lass mal bei der ersten Person, die mich antradet, den mal in den Trade reinlegen und gucken, wie die reagiert. Ich frag mal nach einem Offer. Er packt 1000 Gems rein, einen Astro, einen Classic, aber irgendwie reagiert er nicht. Ich dachte, er würde jetzt irgendwas Wildes in den Chat schreiben, aber er packt jetzt irgendwelche Units einfach in den Trade rein. Ich schreibe mal, dass der Trade Trash ist. Aber irgendwie reagiert er nicht. Macht einfach nur sein gesamtes Inventar rein. Was? Der hat nicht mal
alles reingemacht. Oh mein Gott, was ein Ehrenloser. Und er packt den Center wieder raus und packt den Mewing rein. Nein. Ey, das ist die beste Unit im Spiel. Willst du mich trollen? Der packt nicht mal sein gesamtes Inventar rein. Was ein Ehrenloser. Was soll das denn jetzt heißen? Der nimmt mich ja richtig hoch. Der versucht, glaube ich, nicht mal dafür zu traden. Was soll das bedeuten? Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Schau euch da nochmal mein letztes Video an, wo mir einfach Dafuk Boom einen Trade gesendet hat. Und ihr werdet nicht glauben, was er mir für Units geschenkt hat. Ansonsten, Leute, bleibt stark und ciao.